Sie lassen sich immer was Besonderes einfallen, die Lehrerinnen und Erzieherinnen der evangelischen Grundschule in Grimderode. Diesmal vor allem für die eigene PR. Heute zum Beispiel wurden Kindergärten der Stadt Nordhausen zu einem Aktionstag, einem Kennenlerntag, eingeladen. Wir haben den Tag dieses Jahr zum zweiten Mal gemacht und wollen damit bewirken oder bezwecken, dass eben die Vorschulkinder einmal die Schule miterleben und auch einmal erleben oder lernen, wie die Großen den Kleinen etwas beibringen. Das heißt, vordergründig steht für unsere Kinder, dass sie eben den Kleinen etwas vermitteln. Und für die Kindergartenkinder soll das Vordergründige sein, die Schule einmal kennenzulernen, das Umfeld einmal kennenzulernen und auch die Kinder kennenzulernen. Nach mehreren absolvierten Stationen war das gemeinsame Aufsteigen lassen von Luftballons mit Wunschzetteln dran. Es war sozusagen nicht nur das Finale schlechthin, sondern auch der gemeinsame Höhepunkt des gegenseitigen Kennenlernens. Aber so richtig wird von den Kindergärten im Landkreis Nordhausen die Einladung aus Grimderode noch nicht angenommen. Wir haben alle Kindergärten in und um Nordhausen angeschrieben, was ungefähr 25 waren. Davon haben sich in diesem Jahr 2 zurückgemeldet, der ökumenische Kindergarten und das Märchenhaus. Im letzten Jahr waren es 4 Kindergärten, die gekommen sind. Dieses Jahr waren es ca. 50 Kinder, im letzten Jahr waren es 80. Und es sind einige Kinder schon dabei, die schon bei uns angemeldet sind und auch im nächsten Jahr zu uns in die Schule kommen. Und während sich die Gäste am Mittag auf den Heimweg machten und sicher zu Hause viel zu erzählen haben, konnten sich die richtigen Grundschüler auf dem Gelände der evangelischen Grundschule in Nordhausen-Grimderode noch ein wenig erholen von einem so anstrengenden Aktionstag.